Windows Explorer starten. Hier ein paar Varianten. Mein Name ist Birmin Lehner. Der Windows Explorer ist der Dateimanager von Microsoft. Am schnellsten geht es hier über dieses Symbol. Ich klicke hier auf Explorer und der Explorer startet. Häufig startet der Explorer auch viel zu klein. Klicken Sie dann hier doppelt oder packen Sie den Explorer hier oben und werfen Sie ihn an den oberen Bildrand oder machen Sie hier einfach einen Doppelklick, dann ist der Bildschirm füllend groß. Wenn das nicht lesbar ist, verschieben Sie diese Spalte nach rechts und jetzt ist er wirklich brauchbar. Eine andere Möglichkeit, den Explorer zu öffnen, geht hier über das Windows-Symbol und Sie haben vielleicht eine Explorer-Kachel und Sie können den Explorer so starten. Wenn weder das Symbol hier unten, ich löse mal dieses Symbol, noch eine Kachel vorhanden ist, dann gehen Sie zu Alle Apps, hier zu Explorer, A, B, C, D, E, Explorer und machen Sie hier einen Rechtsklick, sagen Sie, Sie möchten den Explorer an den Start anheften und nochmals Rechtsklick und sagen Sie hier bei Mehr, Sie möchten den Explorer auch an die Taskleiste, das ist eben hier unten anheften, hier ist er erschienen, ich trage ihn noch nach links, denn hier soll er auch bleiben. Und jetzt noch die schnellste Version, um den Explorer zu öffnen. Drücken Sie die Windows-Taste plus die Taste E gleichzeitig. Man könnte ja auch sagen Windows Explorer und da ist er. Da gäbe es noch eine letzte Möglichkeit, das funktioniert auf allen, auch uralten PCs. Machen Sie hier beim Windows-Symbol einen Rechtsklick und klicken Sie auf Explorer. Das funktioniert immer. Das war's.